Hallo, ich habe einen Text über hässliche Frauen geschrieben und der heißt Klarinette spielen und geht so. Ich bin mal zur Schule gegangen, nicht so oft, aber es hat mir sehr geholfen. Denn ich kann jetzt Beträge bis 50 Euro mit dem Taschenrechner zusammenrechnen. Und ich hatte eine Freundin in der Schule, die hat mit 12 angefangen, Klarinette spielen zu lernen, weil sie unbedingt so sein wollte wie Thaddäus Tentakel von SpongeBob. Heute ist sie 21, arbeitet in einem Archiv, um möglichst wenig mit Menschen reden zu müssen und ruft ständig wegen Lärmbelästigung bei der Polizei an. Sie lebt echt ihren Traum. Ich wollte ja immer so sein wie Britney Spears, aber seht mich heute an. Ich bin viel zu schlau. Und nicht so schön, das ist ja aber auch was Gutes. Es gibt ja auch viele Leute, die etwas erreicht haben, obwohl sie gar nicht mal so schön waren. Zum Beispiel Graf Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen oder Mahatma Gandhi oder Herr Topa von der Tupperware. Mütter auf der ganzen Welt lieben ihn. Meine Oma sagt immer, ihr erster Freund war Günther. Günther hatte nämlich etwas, was die anderen alle nicht hatten, eine echte Modelleisenbahn. Und dann erzählt sie davon, wie toll die Modelleisenbahn war und Günther war auch ganz gut. Aber sie verliert kein Wort über sein Aussehen. Die Eisenbahn war Günthers Lockmittel. Und wenn mal wieder jemand sagt, dass alle Frauen, Franzosen, Milchforschungsstudierende XYZ schön sind, dann sage ich, was ist mit dir? Nicht alle Menschen sind schön. Manche sind auch einfach schlau oder echt reich oder sie sind nett oder sie haben gar nichts. Wenn alle Menschen schön wären, bräuchte man ja gar kein Wort mehr für Schönheit. Es gibt ja auch keine bestimmten Wörter für Haut haben oder nackt duschen oder drei Autos besitzen, damit man, wenn eines kaputt geht, ein zweites als Blockade daneben stellen kann, um es zu schützen und dann mit dem dritten losfahren kann, um Hilfe zu holen. Denn das sind alles Selbstverständlichkeiten. Ich wollte ja immer schön sein und trug kurze Kleidung und auch mal gar keine, wenn ich dafür bezahlt wurde. Ich habe sogar diesen Tipp befolgt, den ich vor einigen Jahren mal in der Bravo Girl gelesen hatte, nämlich, mache Fotos mit dicken Leuten, dann wirkst du selbst dünner. Es gab aber nicht mehr so viel Auswahl an dicken Leuten, sobald ich mich daneben stellte. Ich kam mir vor wie dieses Streberkind im Bus, das auf dem Heimweg seine Mutter anruft, um mir seine Zeugnisnoten durchzugeben. Ja, hallo Mama, also in Englisch habe ich eine 1 und in Bio habe ich eine 1 und in Mathe habe ich eine 3. Ha, Witz, natürlich auch eine 1. Ich war halt echt krass, aber alle anderen Leute fanden mich kacke. Andere Frauen sind Model bei Victoria's Secret und ich bin Victoria und kenne eine Frau namens Sigrid. Mein Lieblingszitat aus einer Serie ist, wie ein Mann zu einer Frau sagt, oh, sie sind ja witzig. Man sagt ja, schöne Frauen wären nicht witzig, weil sie es nicht nötig hätten, waren sie als Kind mal dick. Da fühlte ich mich viel zu sehr angesprochen und fragte mich selbst, was ist mit dir? Ich war nämlich als Kind dick und bin trotzdem nicht witzig. Ich saß in meiner Jugend viel zu Hause mit meinen guten Freunden den Ellenbogen und habe so getan, als ob sie sprechende Münder wären. Mit denen konnte ich echt über alles reden. Ich habe meinen Ellenbogen aber keinen Namen gegeben, um nicht so eine starke Bindung aufzubauen, falls ich mal Lepra kriege und sie abfallen. Meine Mutter hat mal mit alten Leuten gearbeitet und manchmal werden alte Leute melancholisch, schließlich sind sie ja auch nur Leute. Und da sitzen sie dann, die runzlige Gudrun mit dem grauen Haar und der grunzende Albert mit dem grauen Star. Und dann zeigen sie sich Fotos von früher, Gudrun frech am Runden, Albern beim Trümmer wegräumen, Gudrun im modischen, knöchellangen Rock an der Lebensmittelausgabeschlange und dann etwas später die Kesse Gudrun, wie sie ein Autogramm von ihrem großen Idol Walter Ulbricht bekommt. Und niemand kann abstreiten, wie schön Gudrun bei all diesen Dingen aussieht, und das, obwohl nicht mal dicke Leute mit ihr auf den Fotos sind. Albert zeigt dann auch Fotos, aber er hatte schon immer sehr große Ohren. Und da die Ohren im Alter ja wachsen, sagt Albert dann zu Gudrun, dass sie sehr schön war, wirft sich ein Ohr über die Schulter und gleitet auf dem anderen den Flur hinunter. Und dann sitzt Gudrun da alleine und denkt sich, dass Albert recht hat. Aber hauptsächlich denkt sie daran, dass es gar nicht so wichtig war, schön zu sein in einer Welt, die ganz und gar nicht schön war. Ich hatte eine Freundin in der Schule, die hat früher mit 12 angefangen, Klarinette spielen zu lernen, weil sie unbedingt so sein wollte wie Thaddäus Tentakel. Heute lebt sie ihren Traum. Und das, obwohl sie nie richtig schön war, denn das musste sie ja gar nicht, weil Schönheit, und das ist das Wichtigste an ihr, nur eine Möglichkeit ist, aber kein Zwang. Du musst dich nicht ausgeschlossen fühlen, wenn du davon nichts hast. Denn vielleicht, nein, sogar sehr wahrscheinlich, kannst du ja irgendwas anderes. Dankeschön. Victoria! Helene Bergmann!